So, meine Damen und Herren, und der Bundestagspräsident hat es gesagt, es geht jetzt weiter mit dem nächsten Punkt. Nachdem das die Verschärfung beim Cyber-Grooming soeben mit der Großen Koalition und der AfD-Stimmen verabschiedet wurde, enthalten haben sich Linke, Grüne und FDP. Zugestimmt haben Linke und Grüne, FDP, dafür, dass künftig Polizeibeamte Zutritt zu solchen Foren erlangen, indem sie zum Beispiel computergenerierte pornografische Bilder einsetzen, damit sie überhaupt erst einmal einen Zugang erlangen. Das nochmal eine Zusammenfassung der Abstimmung eben. Und jetzt geht es hier um den Zusatzpunkt 11, die Ausweitung des Emissionshandels, des EU-Emissionshandels. Die FDP-Fraktion bringt diesen Antrag ein, in dem Fall der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Frank Sitter. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kein echtes CO2-Limit, ein nationaler Emissionshandel, der zwar so heißt, aber keiner ist. Und nun 4,3 Milliarden Euro als Entschädigung für die Energiekonzerne im Rahmen des politisch gewollten Kohleausstiegs. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist das Ergebnis planwirtschaftlicher Klimapolitik dieser Bundesregierung. Im Klimapaket der Bundesregierung sucht man vergeblich nach Marktanreizen. Das Motto scheint zu lauten: Kosten rauf, Nutzen runter. Und ich weiß, dass für viele hier im Haus es schwer zu akzeptieren ist, dass ein Handelssystem eben effizienter, kostengünstiger und am Ende eben auch sozialer ist als all die gut gemeinte Symbolpolitik zusammen. Und spannend in diesem Zusammenhang auch die Einschätzung des Thinktanks Agora Energiewende, der im Übrigen völlig unverdächtig ist, uns in irgendeiner Art und Weise nahezustehen. Denn dort wird die Entwicklung der deutschen CO2-Emissionen etwa so zusammengefasst: Dort, wo der EU-Emissionshandel wirkt, sinken die CO2-Emissionen rapide. Wo Regulierung und Planwirtschaft herrschen, da steigen die Emissionen. Und so haben die Kohlekraftwerke durch die steigenden Zertifikatspreise rapide an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Ja, das ist der Anfang vom Ende der Kohle, marktgetrieben, ganz ohne staatliche Regulierung, ganz ohne Kommission, gar ganz ohne nutzlose Symbolik. Außerdem ganz ohne Entschädigung für die Kraftwerksbetreiber in Höhe von, ich muss es noch mal sagen, 4,3 Milliarden Euro, die dann natürlich auch fehlen im Rahmen der notwendigen Strukturanpassung in den betroffenen Regionen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Markt kann es hier tatsächlich regeln. Es überrascht Sie sicherlich auch nicht, dass wir, vielleicht kann sich der ein oder andere noch daran erinnern, als einen der ersten Anträge hier genau gefordert haben, eben die Sektoren Verkehr und Wärme in den EU-Emissionshandel einzubeziehen. Ganz konkret formuliert, wäre Deutschland 2017 unserem Antrag gefolgt, dann sähe es heute weitaus besser aus bei der Erreichung der deutschen Klimaziele. Und mittlerweile stoßen wir sogar in Brüssel auf offene Ohren. Am Mittwoch hat hier der EU-Klimakommissar Timmermans im Umweltausschuss den Emissionshandel als Erfolgsgeschichte bezeichnet. Und er hat recht. Neben Marktanreizen braucht es auch endlich echte Technologieneutralität. Und da ist die CO2-Minderung alternativer Kraftstoffe ein Weg, der endlich in die EU-Flottengrenzwerte aufgenommen werden muss. Denn für uns muss sicher sein, Elektromobilität ist eben eine von vielen Alternativen, mehr aber auch nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Bundesregierung und aus der Koalition, Planwirtschaft führt uns nicht zum Ziel. Mit Planwirtschaft verlieren wir die gesellschaftliche Akzeptanz für den Klimaschutz. Also geben Sie sich einen Ruck, denn richtig müsste doch das Motto lauten: Nutzen rauf, Kosten runter. Erweisen Sie der Marktwirtschaft auch im Klimaschutz den Respekt, den sie verdient. Unser Antrag bietet Ihnen hier die notwendige Orientierung. Vielen Dank. Soweit also die Forderungen der FDP. Frank Sitter hat sie vorgetragen. Die Bundesregierung hat sich auf ein Klimapaket geeinigt, nachdem der Emissionshandel in Deutschland erst richtig im Jahre 2025 starten soll. Und Georg Nüsslein hat jetzt das Wort für die Union. Lieber Sitter, natürlich kann man mit der kleinen Trommel dem Musikchor hinterherlaufen und glauben, man sei der Tambourmajor. Das geht. Man kann natürlich auch bei der Gelegenheit die gleiche Melodie spielen, die wir übrigens auch spielen, was schon mal gar nicht schlecht ist. Blöd ist, wenn man es bei der Gelegenheit zeitversetzt spielt, also ein bisschen hinterher.
Das kommt nicht ganz so gut. Und deshalb hätte es mich wenigstens gefreut, wenn Sie es nicht in Ihrem Antrag machen, hätte mich schon gefreut, dass Sie jetzt bei der Rede wenigstens anerkennend gesagt hätten, jawohl, die CDU-CSU hat in dieser großen Koalition dafür gesorgt, dass der ETS angelegt wird, dass wir einen Emissionshandel, nicht lachen, zuhören, ist viel geschickter, angelegt wird, dass wir den organisieren, im ersten Schritt national, um dann den Anschluss an einen europäischen Emissionshandel zu bekommen. Das müsste aus Ihrer Sicht doch richtig sein. Nun, ich weiß natürlich, dass Loben nicht der Aufgabe der Opposition ist, aber gefreut hätte es mich trotzdem, wenn Sie es so deutlich gesagt hätten. So. Nun, sage ich Ihnen, für uns ist dieser Emissionshandel genauso wichtig wie für Sie, weil wir auch der Überzeugung sind, dass wir damit zu Technologieneutralität finden, wenn wir ihn ausreichend ausweiten, dass wir dazu kommen, dass, wenn man ihn europäisch organisiert, dass wir keine Wettbewerbsnachteile organisieren durch unseren Klimaschutz und das ist ganz wichtig, dass wir zu Klimaeffizienz kommen. Also sprich, dass wir dort CO2 einsparen, wo es mit den niedrigsten Grenzkosten funktioniert, wo wir also mit dem einen Euro, den wir einsetzen, die größte Wirkung haben. Und das ist etwas, was wir für ganz, ganz entscheidend halten und was uns auch dazu gebracht hat, im Diskurs innerhalb der Koalition zu sagen, wir setzen nicht auf Steuern. Nun haben wir eine Übergangsphase mit einem Festpreis. Über diesen Kompromiss kann man diskutieren. Nur hat die Opposition halt auch offenkundig leichter lachen als eine Koalition. Denn letztendlich lebt eine Koalition von Kompromissen. Und hätten wir keinen gemacht, hätten sie geschrien, sie sind nicht regierungsfähig. Ich sage Ihnen, wir sind da auf einem guten Weg. Und ich sage Ihnen auch, warum wir ganz explizit gegen eine CO2-Steuer sind. Eine Steuer dient der Einnahmenerzielung durch den Staat. Nichts anderes. Für nichts anderes ist eine Steuer da. Einnahmenerzielung durch den Staat. Und wenn Sie von den Grünen das jetzt schwierig sehen, dann weise ich darauf hin. Ihre Ökosteuer, ja, in der heutigen Form der Energiesteuer, sorgt noch immer dafür, dass die Energiewende unter Kostengesichtspunkten nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Doch immer das Gleiche. Normalerweise müssten wir dann, wenn das ging, damals ging es darum, weniger Strom zu verbrauchen. Jetzt haben sich die Zeiten geändert. Wir wollen weg von fossilen Brennstoffen hin zu regenerativem Strom. Jetzt ist Ihre Ökosteuer plötzlich am Weg an der Stelle. Und wir sind nicht beweglich genug, denn so ist der Staat. Wenn wir mal die Einnahmen haben, dann werden die Gelder, die da kommen, ausgegeben. Und wir haben keine Idee, wie wir das dann refinanzieren sollen. Deshalb ist es auch richtig über den ETS. Deshalb ist es richtig, die Stromsteuer abzusenken über das, was wir im Rahmen des ETS an Geld generieren. Auch das ist etwas, was nachher der grüne Redner entsprechend loben kann und sagen kann, jawohl, das ist der richtige Weg. Das ist etwas, was Sinn macht. Denn wenn wir hinwollen zu einer Wirtschaft, wo der Strom, weil regenerativ gewinnbar, eine größere Rolle spielen wird, muss man dafür sorgen, dass hier entsprechende Kostennachteile beseitigt werden. Ich fürchte nur, dass all das, was man auf dem Wege tun kann, nicht ausreichen wird, um die hohen Kosten gegenzufinanzieren, die wir in dieser Umstellung Phase von der konventionellen Stromerzeugung hin zur regenerativen tatsächlich erleben wollen. Ich sage aber auch, meine Damen und Herren, nicht alles kann an der Stelle der Markt. Sie haben richtigerweise, Herr Sitter, angesprochen, das Thema Strukturwandel. Ich bin froh, dass wir uns an der Stelle einig sind, dass wir da etwas tun müssen jenseits des Marktes. Ich sage auch, eine Mengensteuerung ist zwar gut, aber wir haben nie im Griff, wo sich dann am Schluss die Preise hinentwickeln. Und ich weise darauf hin, welcher Sprengstoff politisch und sozialer Art drin ist, wenn wir nicht
im Griff haben, wie teuer der Sprit an den Tankstellen wird beispielsweise. Das heißt umgekehrt aber, wir müssen für Alternativen sorgen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass Fahrzeuge mit niedrigem Verbrauch, dass Fahrzeuge elektrisch getrieben, aber eben auch mit alternativen Kraftstoffen getrieben, entsprechend Alternativen so darstellen, dass sich die Menschen die Mobilität leisten können. Ich weise explizit darauf hin, dass meiner festen Überzeugung Markt in dem Zusammenhang ein wichtiges Schlüsselwort ist. Aber Markt allein wird es am Ende nicht richten. Wir von der CDU/CSU haben immer im Blick auch den sozialen, die sozialen Themen, die sich rund um dieses Thema spannen. Und wir wollen unsere Bürgerinnen und Bürger nicht überfordern, sondern dafür sorgen, dass sie sich beispielsweise Mobilität, dass sie sich aber ganz genauso auch das Heizen ihrer Häuser in Zukunft noch leisten können. So, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, die hier höher war, wie da, wo es eigentlich notwendig gewesen wäre. Vielen Dank. Der Bundestag debattiert über einen Antrag der FDP, Ausweitung des EU-Emissionshandels. Und der nächste Redner kommt von der AfD, Marc Bernhard. Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen! Greta bringt Angst in die Werkshallen, Angst um den eigenen Arbeitsplatz, Angst für diejenigen, die mit ihrer täglichen Arbeit und ihren Steuern unser Land am Laufen halten. Und was machen Sie hier im Bundestag? Statt für sichere Arbeitsplätze zu sorgen, sorgen Sie lieber dafür, dass die Arbeiter und Steuerzahler auch allen Grund haben, Angst, Wut und Verzweiflung zu spüren. Und genau so geht es auch den Familienvätern Wolfgang und Andreas. Beide sind Anfang 40, haben mehrere kleine Kinder und tragen Verantwortung für ihre Familien. Sie arbeiten noch bei einem der vielen wichtigen Zulieferbetriebe und werden von den Auswirkungen der Klimahysterie völlig überrollt. Alleine in ihrem Unternehmen wurden bereits mehr als 2000 Kollegen auf die Straße gesetzt. Sie haben nicht nur Angst vor der Zukunft, sie stehen ganz konkret vor dem Arbeitsplatzverlust und wissen nicht, von welchem Gehalt sie morgen die Miete, den Strom oder die Monatskarte für die Kinder bezahlen sollen. Das sind die ganz realen Sorgen der Menschen in unserem Land. Aber Sie ignorieren das einfach und zerstören mit Ihrer Klimahysterie das Fundament unseres Wohlstands. Ob Sie den Ablasshandel nun CO2-Steuer nennen oder wie Sie jetzt von der FDP Zertifikatehandel. Sie ändern doch nur den Beipackzettel. Aber das Gift, das unsere Arbeitsplätze vernichtet, bleibt immer das Gleiche. Die Autoindustrie, der neue Antichrist der Klimasekte, sichert Millionen von Menschen in unserem Land den Arbeitsplatz. Und genau hier haben sie mit ihrer Gängelei und der de facto Abschaffung des Verbrennungsmotors bereits ab dem nächsten Jahr den Sargnagel für die Zukunft unserer Kinder eingeschlagen. Und das, obwohl E-Autos schon bei der Herstellung, noch bevor sie vom Band laufen, so viel CO2 verursacht haben wie ein Diesel nach 100.000 Kilometern. Und wieder sind uns die Chinesen einen Schritt voraus und verabschieden sich vom Irrweg der E-Mobilität. In Deutschland dagegen wird uns die von Ihnen aufgezwungene Umstellung auf E-Autos nach den Schätzungen des Beratergremiums der Bundesregierung mehr als 400.000 Arbeitsplätze kosten. Und was verbessert Ihr Antrag jetzt in dieser Situation? Nichts. Überhaupt gar nichts. Nein, ganz im Gegenteil. Nach dem Willen der FDP sollen die Gelder unserer Bürger nun sogar noch durch die Hände der Brüsseler Bürokraten und Lobbyisten geschleust werden. Die Regierung hat mit der CO2-Steuer eine Steuer auf das Leben eingeführt. Und Sie von der FDP wollen diese Abzocke nun zu einem Zertifikategeschäft für Spekulanten machen. Unersättlich verteuert die Große Koalition das Leben der Menschen, zerstört Arbeitsplätze, drängt ganze Schlüsselindustrien zur Abwanderung
Unsere Zukunftsperspektiven werden auf dem Altar der Klimareligion geopfert. Und das Einzige, um was sich die FDP Sorgen macht, ist, diese Abzocke auf die ganze EU auszudehnen. Hören Sie auf mit Ihrem Etikettenschwindel und kümmern sich endlich um die hart arbeitenden Menschen da draußen, die unser Land jeden Tag am Laufen halten. Nächster Redner ist der Kollege Klaus Mindrup, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Herr Bernhard, ich bin wirklich fassungslos. Die Wälder in Australien brennen, Brasilien hat gebrannt, unsere Wälder haben gebrannt, Kalifornien, Nordamerika, die Ozeane erwärmen sich. Wir sehen, dass der Klimawandel stattfindet. Das ist erwiesen und bewiesen, und Sie werden Ihrer Verantwortung hier nicht gerecht. Das ist eine Unverantwortlichkeit für kommende Generationen. Aber jetzt komme ich zur FDP. Als ich Ihren Antrag durchgelesen habe, war ich froh, dass sich Herr Lindner bei den Jamaika-Verhandlungen in die Büsche geschlagen hat. Das, was Sie hier vorlegen, ist ein Antrag der sozialen Kälte. Sie wollen den Strukturwandel allein dem Markt überlassen, einem anonymen Markt. Sie wollen nichts steuern. Sie lassen die Menschen und die Regionen beim Strukturwandel allein. Und das ist mit der SPD nicht zu machen. Und wenn Sie davon sprechen, dass wir mit Geld nicht umgehen können, muss ich Sie daran erinnern, wie teuer Ihr Atomausstieg aus dem Atomausstieg war. Da bezahlen wir noch Jahrzehnte für, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin froh, dass wir jetzt ein Klimaschutzgesetz haben. Das Klimaschutzgesetz ist das Fundament unserer Klimapolitik. Wir haben zum 1.1. das Bahnfahren teurer gemacht, weil es umweltfreundlich ist. Wir haben das Fliegen teurer gemacht. Wir investieren Milliarden in die Bahn. Das macht diese Große Koalition. Wir verbessern den öffentlichen Nahverkehr. Wir bringen dieses Land voran. Wir haben endlich die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung hinbekommen. Wir stocken die Fördermittel auf für die energetische Gebäudesanierung. Wir gehen voran. Und wir haben den Emissionshandel eingeführt, auch für die Brennstoffe und für den Verkehr. Und ab 2027 gibt es dort einen echten Deckel und eine vernünftige Übergangsphase, die das Ganze auch sozialverträglich macht. Klimaschutz trägt den Namen dieser Regierung, trägt den Namen der SPD, weil wir sind die, die hier vorangegangen sind. Und die Arbeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht natürlich weiter. Jetzt geht es mit dem Kohleausstiegsgesetz voran. Ich hoffe, wir bekommen bald den entsprechenden Entwurf aus dem Bundeskabinett. Dann kommt das Gesetz zur Förderung des Strukturwandels in den Kohleregionen. Wir werden das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz verbessern. Wir bekommen das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das Gebäudeenergiegesetz. Wir werden die Elektromobilität im Wohneigentumsgesetz fördern. Und es wird weitere Gesetze geben, denn dieses Land muss klimafreundlich umgebaut werden. Und ich bin Franz Timmermans sehr dankbar, dass er hier bei uns war im Umweltausschuss und gesagt hat, man darf in erster Linie nicht an die Kosten denken, man muss an das Ziel denken. Und er hat an die deutsche Einheit, an die friedliche Revolution appelliert. Und damals haben wir es auch gemacht, haben wir gesagt, es ist notwendig und es hat am Ende funktioniert, auch wirtschaftlich. Das ist ein gutes Beispiel und die Solidarität von Franz Timmermans und der Europäer ist an unserer Seite, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der FDP-Antrag, den wir hier hören, haben wir ja schon mehrfach oder diskutieren, haben wir ja schon mehrfach gehört. Ich frage mich jetzt an die Kolleginnen und Kollegen an der FDP, wissen Sie es nicht besser oder wollen Sie es nicht besser wissen? Ich habe in der Schule gelernt, falsche Lösungen werden nicht dadurch richtig, dass man sie immer wiederholt. Und jetzt fangen wir mal an mit dem europäischen Emissionshandel, Ihre Erfolgsgeschichte. Ich bin ja auch ein Unterstützer des europäischen Emissionshandels. Er ist im Jahr 2005 eingeführt worden, 2017 reformiert worden, deswegen funktioniert er jetzt besser. Barbara Hendricks, die Umweltministerin der SPD, hat damals dafür gekämpft, dass dieser Emissionshandel schärfer wird. Aber begonnen wurde er im Jahr 2005. Und wenn Sie in das Jahr 2005 schauen, gab es damals noch kostenfreie Zuteilungen für Kohle- und Gaskraftwerke von Emissionszertifikaten. Warum war das damals so? Das war damals so, weil es keine Alternative gab. Aber in Deutschland hat man im Jahr 2000 mit Wirksamkeit zum 01.01.2002 das Erneuerbare-Energien-Gesetz eingeführt. Die SPD und Hermann Scheer waren das. Und damit gab es eine Alternative, Kraftwerke ohne fossile Emissionen zu betreiben. Und das hat heute dazu geführt, weil es diese Alternative gibt, dass es diese kostenfreien Zuteilungen der Emissionszertifikate nicht gibt.
Und wenn Sie sich anschauen, was im letzten Jahr passiert ist, war es auf der einen Seite der Siegeszug der erneuerbaren Energien, der zur Senkung der Emissionen geführt hat. Das hat dazu und das ist dem Erneuerbaren Energiengesetz zu verdanken, dem Einspeisevorrang vor allen Dingen der erneuerbaren Energien, der Feed-in-Vergütung einen vernünftigen Ausbaufahrt. Das hat nichts mit dem Emissionshandel zu tun, das haben wir hier gemacht. Was der Emissionshandel bewirkt hat, ist ein Umstieg von Kohle auf Erdgas, weil die Brennstoffe günstiger geworden sind. Nur da sehen Sie den Einfluss. Das zeigt, dass der europäische Emissionshandel oder ein Emissionshandel kurzfristig wirkt, aber die langfristige Sicherheit bringt er nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nein, die Fakten sind eindeutig, kann man ganz klar sehen. Das sieht man nämlich jetzt auch an der Debatte, die wir haben, darüber, wie wir unsere Industrie umstellen. Wir wollen als Sozialdemokraten unsere Stahlindustrie erhalten, wir wollen unsere Zementindustrie erhalten, unsere Kupferindustrie, unsere Chemieindustrie, unsere Aluminiumindustrie. Aber sie soll klimafreundlich sein. Und im Augenblick bekommen die noch überwiegend kostenfreie Zertifikate. Das geht natürlich nicht. Wir müssen die umbauen. Deswegen sagt die EU, wir müssen unseren Markt schützen. Und das muss man europäisch machen. Wir sind nämlich ein europäischer Wirtschaftsraum. Und deswegen die Debatte auf der einen Seite Forschung und Technologie für Wasserstoff voranbringen, alternativer Technologien, Ausbau der Erneuerbaren, aber dann sagen, Umweltdumping darf es nicht geben und wir gucken an der Grenze des europäischen Wirtschaftsraums, dass hier keiner mit CO2-Dumping reinkommt. Das kann man nicht einfach einem Markt überlassen. Ein Markt braucht Regeln und da sehen Sie, ist die EU an unserer Seite, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und was wir jetzt brauchen, und das wird die Debatte in den nächsten Monaten zeigen, wir brauchen ganz klar einen Ausbau der Erneuerbaren im Strombereich. Und keine geschönten Stromprognosen, wo man davon ausgeht, dass der Stromverbrauch in Deutschland sinkt. Strom ist eine Effizienztechnologie. Wir brauchen Strom im Verkehr, übrigens auch im Nahverkehr. Und dass in Bayern dann noch diese Loks fahren, das geht nicht. Das muss wie in Schleswig-Holstein umgestellt werden. Wir werden Strom auch in der Chemieindustrie brauchen. Die Chemieindustrie braucht mehr Strom, als wir im Augenblick in Deutschland produzieren. Und wir können das schaffen, erneuerbar, weil die Erneuerbaren gehen voran und werden immer effizienter, werden immer kostengünstiger, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt komme ich noch im letzten Satz zum FDP-Antrag. Wenn Sie jetzt sagen, wir sollen den europäischen Emissionshandel auf den Verkehr ausweiten, das sagen Ihnen alle Sachverständigen, dann kaufen sich die SUV-Fahrer frei und die deutsche energieintensive Grundstoffindustrie geht pleite. Das ist Unsinn. Das ist industriepolitisch und sozialpolitisch unverantwortlich. Und ich komme jetzt zum Ende und möchte Willy Brandt zitieren. Klimaschutz ist nicht alles, aber ohne Klimaschutz ist alles nichts, liebe Kolleginnen und Kollegen. Klaus Mindrup von der SPD war das, ließ kein gutes Haar an dem Antrag der FDP, Ausweitung des EU-Emissionshandels. Nächster Redner, Lorenz Göster-Beutin von der Linken. Er ist Sprecher für Energie- und Klimapolitik. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir reden heute über den Emissionshandel. Aber was ist das genau, Emissionshandel? Vielleicht kann man das für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch einmal etwas einfach erklären. Vielleicht kann man das so sich vorstellen, dass unsere Atmosphäre eine einzige große Müllhalde ist. Und in dieser Atmosphäre lagern wir den ganzen Dreck, den wir mit unserer Lebensweise, unserer Produktionsweise und Weise zu wirtschaften produzieren. Und wenn wir zu viel CO2 auf diese Müllhalde packen, dann kann diese Müllhalde kippen. Das ist das, was wir mit der Erderhitzung und dem Klimawandel gerade erleben. Wenn nun ein Konzern daherkommt, nennen wir ihn beispielsweise RWE, und möchte ganz gerne aus Braunkohle Strom produzieren, so setzt er dabei CO2 frei und möchte ganz gerne dieses CO2 auf diese Müllhalde, genannt Atmosphäre, packen. Also hat man sich überlegt, auf europäischer Ebene, weil das nicht ewig so weitergehen kann, man macht einen Preis für den CO2, man gibt sogenannte Verschmutzungsrechte aus. Das heißt, das Recht, CO2 auf diese Atmosphäre zu packen, und lässt Konzerne dafür bezahlen. Die Theorie, durch diese CO2-Preise im Emissionshandel werden Unternehmen dazu gezwungen, CO2 einzusparen und Klimaschutz zu betreiben. Im Grunde muss man vielleicht sagen, das ist ein Prinzip, was unsere Lebensgrundlagen dem Marktprinzip radikal unterwirft. Und im Grunde würden wir sagen, das ist ein zynisches Prinzip.
Und die FDP sagt jetzt, diese Emissionshandel sei, Zitat, das effektivste Instrument in der Klimapolitik. Schauen wir uns einmal die Realität an. Bereits 2005 sind viel zu viele Zertifikate ausgegeben worden. Zum einen, weil die Wirtschaftslobbyisten in Brüssel gute Arbeit geleistet haben. Zum anderen, weil viele Unternehmen höhere Emissionen angegeben haben, also behauptet haben, sie würden mehr CO2 ausstoßen, als sie es tatsächlich getan haben. Das Problem haben wir heute noch, auch wenn es eine Reform gegeben hat. Wir haben weiterhin 1,6 Milliarden überschüssige, das heißt nicht genutzte CO2-Zertifikate am Markt. Und ein weiteres Problem gab es, denn Herr Mindroth hat es eben schon erwähnt, ein Teil dieser Zertifikate ist verschenkt worden an Konzerne. Das heißt, man hat behauptet, es gibt sozusagen ein Grundrecht für Konzerne, unsere Atmosphäre zu verschmutzen. Nun könnte man sagen, ist ja gut, dass dieser Teil dann auch kostenlos verteilt worden ist an Unternehmen. Dann kann es ja nicht sein, dass der Strompreis weiter gestiegen ist. Aber weit gefehlt. Viele Konzerne haben es so gemacht, dass sie so getan haben, als hätten sie diese CO2-Zertifikate, die sie real kostenlos bekommen haben, gekauft und haben das auf die Strompreise draufgeschlagen. Das heißt, virtuelle Zertifikate, für die sie nichts bezahlt haben, haben real die Strompreise gesteigert. Das hat zum einen die Stromkunden verärgert, aber das hat zum anderen die Aktionärinnen dieser Konzerne sehr gefreut. Und da liegt das Problem. Dass ein Teil kostenlos verteilt worden ist an die Unternehmen, und zwar auch an Unternehmen, die zu hohe Emissionswerte angegeben haben, hat ein weiteres Problem mit sich gebracht. Denn die Konzerne, die zu viele Emissionszertifikate kostenlos bekommen haben, haben gedacht, okay, machen wir uns ein Geschäft daraus. Und sie haben die kostenlos zugeteilten Zertifikate für günstige Preise weiterverkauft. Das hat die Problematik geborgen, dass nicht nur die Konzerne extra Profite gemacht haben durch kostenlos auf Kosten der Steuerzahlerinnen zugeteilte Zertifikate, sondern auf der anderen Seite sind die CO2-Preise im Emissionshandel in die Tiefe gerauscht. Und man könnte sozusagen sagen, dieser Emissionshandel war lange Zeit eine teure Gelddruckmaschine für die Konzerne und nicht mehr. Aber wenn man schaut, hat die Bundesregierung 2015 berechnet, welchen Anteil hat der Emissionshandel tatsächlich an den Einsparungen von CO2 geleistet in der Bundesrepublik seit 2005. Und die Bundesregierung hat ausgerechnet, man kommt auf 1 Million Tonnen CO2, die durch den Emissionshandel eingespart worden sind. Das klingt jetzt erstmal relativ viel, aber in Realität ist es ziemlich wenig, wenn man sich anschaut, dass im gleichen Zeitraum das Erneuerbare Energiengesetz 142 Millionen Tonnen CO2 eingespart hat. Das heißt, dieser Emissionshandel ist teuer und nicht effektiv. Nun sagt die FDP, okay, seit 2017 hat es eine Reform gegeben. Es ist tatsächlich CO2 eingespart worden. Wir haben das jetzt auch im Wechsel von 2019 auf 2020 gesehen. Und deswegen sagt die FDP, okay, jetzt in 2 Jahren hat das mal ein bisschen funktioniert. Und deswegen fordert die FDP in ihrem Antrag, den, Zitat, planwirtschaftlichen Kohleausstieg zu stoppen. Und hier liegt das Problem. Denn wenn wir den Kohleausstieg stoppen, verlassen wir uns auf das Prinzip Hoffnung, auf einen Emissionshandel in der Vergangenheit sehr schlecht funktioniert hat und wir haben keine Garantie, dass in der Zukunft funktioniert. Und wir als Linke sagen, nein, es ist nicht das Problem, dass ein Plan ausgearbeitet wird für die Zukunft. Wir brauchen Sicherheit für die Beschäftigten, wir brauchen Sicherheit für die Region. Das Problem ist, dass der Kohleausstieg zu spät kommt und das Problem ist, dass wieder die Konzerne mit Milliarden entlastet werden. Und wir sagen, wir brauchen eine demokratische und soziale Energiewende, eine Energiewende der vielen, an die sich alle zu halten haben, wo sich niemand rauskaufen kann. Deswegen sagen wir, wir stehen für Klimagerechtigkeit. Der Vorschlag der FDP ist abzulehnen. Vielen Dank. Der nächste Redner kommt von den Bündnisgrünen. Oliver Krischer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender für diesen Bereich. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja nun so, dass die FDP jetzt
im Wochenrhythmus hier um die Ecke kommt und den Emissionshandel als Klimawunderinstrument anpreist. Das kann man machen, das kann man vertreten, das ist eine Position. Aber dann würde es ja zur Ehrlichkeit auch mal dazugehören, dass Sie denjenigen danken, die den Emissionshandel gegen den erbitterten Widerstand Ihrer Partei und der Union 2005 hier eingeführt haben. Das waren Jürgen Trittin und die rot-grüne Bundesregierung. Und ich würde mich ja fragen, über was würden Sie heute eigentlich reden, wenn damals die Kollegen nicht die Weitsicht besessen hätten, das gegen ihren Widerstand einzuführen. Das zeigt an der Stelle, wo sie eigentlich in die ganze Zeit rumirrlichtern. Der Emissionshandel ist nämlich ein Instrument des Klimaschutzes, der, wie man ihn ausgestaltet, sinnvoll sein kann. Es ist aber eben nur ein Instrument. Und was Sie wollen, ist, dass Sie alles andere, was wir an Instrumenten haben, abschaffen und alles mit dem Emissionshandel regeln. Doch, das genau sagt Ihr Antrag. Und wer so eine Position vertritt, der will in Wahrheit gar keinen Klimaschutz. Und das ist nämlich die Position der FDP. Sie haben nur nicht den Mut, das an der Stelle zu sagen. So. Und da könnte man jetzt viele Wissenschaftler zitieren, die Ihnen das ins Stammbuch schreiben, die Ihnen klar sagen, dass das Quatsch ist, was Sie an der Stelle vertreten. Aber es gibt viel authentischere Positionen, weil da gibt es einen Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen, der heißt Andreas Pinkwart. Der feiert sich in Nordrhein-Westfalen für den Kohleausstieg. Der stimmt im Bundesrat dem CO2-Preis zu. Der vertritt das exakte Gegenteil von dem, was Sie hier sagen. Und das zeigt einfach, Sie leben nicht in der Realität, Sie leben in einer virtuellen neoliberalen Welt. Und ich möchte hier an der Stelle über die reale Welt sprechen. Und das ist das, was wir gestern mit dem Kohleausstieg auf den Tisch gelegt bekommen haben, wo ich ehrlich gesagt mich darüber wundere, wie eine Bundesregierung mit dem Votum von der Zivilgesellschaft, von einer Kohlekommission umgeht. 28 Vertreter, die mit sich gerungen haben, ein Ergebnis hinzubekommen und das jetzt in weiten Teilen in Frage gestellt wird. Ich sage, es geht nicht, dass man die Abschaltreihenfolge in der Weise verändert, dass das weiter nach hinten verschoben wird. Ich sage, es geht nicht, dass es eine Bestandsgarantie für den Tagebau Garzweiler rechtlicher Art geben soll, dass das bundesgesetzlich gemacht wird. Und ich sage, es ist ein absoluter Skandal, dass zum Beginn des Kohleausstiegs Sie erst mal ein Kohlekraftwerk mit Datteln 4 in Betrieb nehmen. Meine Damen und Herren, damit stellen Sie den Kompromiss in Frage. Sie gießen Öl ins Feuer. Sie schaffen es an der Stelle nicht, damit einen gesellschaftlichen Konflikt zu lösen. Und ich hoffe, wenn Sie das hier vorlegen, dass Sie sich besinnen und auf das Kommissionsergebnis zurückgehen, damit wir hier eine gemeinsame Linie für den Kohleausstieg finden können. Meine Fraktion ist bereit dazu. Aber das, was Sie gestern da auf den Tisch gelegt haben, geht in die falsche Richtung. Und das muss an der Stelle völlig klar sein. Ich danke Ihnen. Oliver Krischer hier nochmal mit der klaren Formulierung der grünen Position zu den neuen Vorschlägen im Bereich Kohle. Nächste Rednerin hier zu der Ausweitung des EU-Emissionshandels, ein Antrag der FDP, ist Carsten Möhring von der CDU-CSU. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Krischer, ich habe mich, als Sie angefangen haben zu reden, eigentlich gefreut, dass ich eine hohe Übereinstimmung zwischen Ihrer Position und meiner feststellen konnte. Leider änderte sich das im Laufe der Rede ganz massiv. Immerhin habe ich eins gelernt, was ich nicht wusste, weil ich damals noch nicht dabei war oder noch nicht so intensiv teilgenommen habe. Der Emissionshandel ist also unter anderem von Ihnen erfunden worden. Und das beruhigt mich, weil der Herr Beutin ja gerade uns erzählt hat, wie schlimm das am Anfang gewesen ist. Sodass ich jetzt sagen kann, hätten Sie es vielleicht damals noch besser gemacht, sodass es schon von Anfang an so funktioniert hätte wie heute, wäre es natürlich auch schön gewesen. Aber auch in der Politik gilt der Satz Learning by Doing und deswegen, wenn es am Ende in Ordnung ist und funktioniert, umso besser. Ja, was haben wir in dem Antrag der FDP heute vorliegen? Der Emissionshandel ist eines der wichtigsten Instrumente, keine Frage. Aber zu sagen, jetzt packen wir alles da rein, und dieses Thema haben wir ja schon öfter diskutiert, sektorenübergreifend, funktioniert so lange nicht, solange wir so unterschiedlich hohe, extrem unterschiedlich hohe Vermeidungskosten zwischen diesen Sektoren haben. Und wenn wir das täten,
dann wäre die Konsequenz, das hat der Kollege Mindrup vorhin auch schon mal angesprochen, dann wäre die Konsequenz in der Tat fatal, weil nämlich dann das Auskaufen von Zertifikaten aus dem Bereich Industrie und Energie folgen würde mit erheblichen Kostensteigerungen in diesem Bereich. Das wollen wir uns nicht leisten. Und genau deswegen haben wir unser Emissionshandelssystem auf der nationalen Ebene so gestrickt, dass wir sagen, wir machen einen Einstieg und der geht in ein Emissionshandelsverfahren über, aber Schritt für Schritt und ein Wechsel von einem Festpreissystem zu einem marktorientierten Preissystem. Und wenn Sie sagen, das ist eine verfassungswidrige Steuer, hat Kollege Nüsslein vorhin schon darauf hingewiesen, was der Unterschied zwischen einer Steuer ist und dieser CO2-Abgabe. Sie ist nicht verfassungswidrig. Sie ist deswegen nicht verfassungswidrig, weil wir erstens eine Zweckbindung der Erhebung haben und weil wir zweitens das System als Ganzes betrachten müssen. Das ist der Einstieg in unser Emissionshandelssystem, was wir dann ab Mitte des Jahrzehnts haben. Gedeckelt nach oben und unten, das ist dann eine andere Frage, müssen wir noch mal sehen, ob der Deckel dann genauso passt. Das können wir aber dann wirklich diskutieren, wenn dieses Thema ansteht. So, von daher gesehen ist völlig klar, dass wir gar keine andere Alternative hatten, als die Sektoren getrennt zu behandeln. Das andere Thema, das Ganze auf die Ebene der EU zu bringen, auch das ist angelegt. Denn wir haben in der Struktur dieses Handelssystems ja genau so konstruiert, dass es den Regelungen der EU im Wesentlichen entspricht, sodass wir das überführen können. Das muss aber mit den anderen EU-Mitgliedsländern verhandelt werden. Und daran ist zu arbeiten. Das sind die entscheidenden Punkte dabei, und Sie werden verstehen, dass wir Ihrem Antrag nicht zustimmen können. Denn so wie er jetzt gestrickt ist, würde er Kosten produzieren, die einfach nicht tragbar sind. Von daher gesehen ist die Sache relativ einfach. Emissionshandelsgesetz kommt, Einstieg ist geschafft, und wenn Sie mehr Emissionshandel hätten haben wollen oder mehr von Ihren Ideen, dann, den Vorwurf kann ich Ihnen dann nicht ersparen, hätten Sie mit den Emissionshandelsfreunden bei den Grünen und bei uns vielleicht das Problem auf anderer Ebene regeln können. Die Chance haben Sie fürs Erste weggegeben. Also kommen wir mal dazu und sagen wir, wir finden hier einen Weg, und da haben Sie auch noch Gelegenheit zuzustimmen. Das sollten Sie dann auch tun, denn das, was wir hier machen, ist vernünftig, und das, was Sie machen, ist leider zum jetzigen Zeitpunkt unvernünftig. Tja, und es holt die FDP in fast jeder Debatte immer wieder ein, dass sie damals aus den Verhandlungen ausgestiegen sind. Nächster Redner jetzt der umweltpolitische Sprecher der AfD, Carsten Hilse. Die FDP legt einen Antrag vor, um den Weg aufzuzeigen, wie man von Deutschland aus vermeintlich das Weltklima retten kann. Der Grundgedanke, das Klima überhaupt über eine Verringerung der CO2-Emissionen maßgeblich beeinflussen zu können, ist absurd und wird von immer mehr unabhängigen Wissenschaftlern abgelehnt. In dem Antrag finden sich zwei Forderungen, denen wir uns anschließen. Erstens den Entwurf eines Gesetzes über die Aufhebung des Brennstoff-Emissionshandelsgesetzes vorzulegen, zweitens den gesetzlichen Ausstieg aus der Kohlestromversorgung nicht weiter zu verfolgen. Der Rest des Mucks und zeugt davon, dass Sie sich im Gegensatz zu Ihren Parteikollegen im Jahr 2010, die hatten noch Eier, mit den wissenschaftlichen Grundlagen nicht befassen, sondern der von den Neosozialisten mit Unterstützung der Leitmedien und des Staatsfunks entfachten Klimahysterie hinterher hecheln. Dabei wäre es relativ einfach, die notwendigen Informationen in der Literatur zu erlangen, zum Beispiel von einem Jugendstraftäter, der mit dem besten Klimaexperten der Welt verwechselt wurde, ein IPCC-Exposé der kanadischen Journalistin Donna Laframboa, Propheten im Kampf um den Klimathron, wie mit Urängsten und Geld um Macht gekämpft wird, von Diplom-Meteorologe Dr. Wolfgang Thüne, langjähriger Wettermoderator des ZDF, Klimawandel, Gewissheit oder politische Machenschaft, Dr. Helmut Böttiger, die Klimaverschwörung, der größte Klimawissenschaftsskandal der Neuzeit, von Harry Y.G. Olsen, der Klimaschwindel, Erderwärmung, Treibhauseffekt, Klimawandel, die Fakten von Kurt G. Büchel, die Klimalüge, Wolfgang Burgleitner, die erfundene Katastrophe ohne CO2 in die Ökodiktatur, Günter Vogel, Klima, der Weltuntergang findet nicht statt, Gerd Ganteföhr, Fakten, nichts als Fakten, globale Erwärmung oder globale Verblödung der Menschen, Otto Hahn, blauer Planet im grünen Fesseln, was es bedroht, Klima oder Freiheit, vom ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Klaus, The Political Incorrect Guide to Climate Change,
Marc Morano und nicht zu vergessen die kalte Sonne, warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet, von Fritz Fahrenhold und Sebastian Lüning. Fritz Fahrenhold ist SPD-Mitglied, promovierter Chemiker und hat aufgrund seiner langjährigen leitenden Tätigkeiten in verschiedenen Umweltbehörden laut Wikipedia den Eindruck gewonnen, dass, ich zitiere, die Warnung vor der globalen Erwärmung nur ein Mittel ist, um Klimaforschern Arbeitsplätze, Prestige und Forschungsgelder zu verschaffen. Die Informationen in diesen und vielen anderen Büchern von Autoren, die geschätzte Mitglieder der Wissenschaft, Politik und Journalistik sind, beziehungsweise waren, interessieren Sie nicht. Sie saugen eher die absurden Aussagen von neosozialistischen Weltuntergangspropheten wie Jan Timmermans auf, Inhalte von Modellen zu Teilaspekten der Gesamtproblematik, die aber in den vergangenen 30 Jahren nicht eine einzige schlüssige, beweiskräftige und von unabhängigen Kollegen positiv begutachtete Monographie zu diesem Thema vorweisen können. Es ist völlig unverantwortlich, auf derart brüchiger und unqualifizierter Grundlage so weitreichende Entscheidungen zu den CO2-Emissionen zu treffen, die die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und den Wohlstand der Verbraucher in großem Umfang und irreversibel schädigen. Und was Sie sonst noch in Ihrem Antrag fordern, ist einfach eine andere Art, die deutsche Wirtschaft abzuwürgen. Die Neosozialisten in den anderen Parteien führen die deutsche Wirtschaft zum Schafott und Sie dem Galgen zu. Das Ergebnis ist das gleiche, der Tod der deutschen Wirtschaft oder die Flucht ins Ausland. Das passiert bereits massenhaft, beziehungsweise laufen die Vorbereitungen dazu. Und Sie stellen sich dem nicht etwa entgegen, sondern denken sich einfach wohlklingendere Maßnahmen aus. Viel Spaß 2021 auf den Zuschauerrängen dieses Bundestages, liebe FDP. Timo Gremmels, SPD, hat als Nächster das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn man den FDP Glauben schenken mag, gäbe es sozusagen die eierlegende Wollmilchsau, mit der wir alle energie- und klimaschutzpolitischen Forderungen mit einem Federstrich abhaken können. Und das ist für Sie das, was Sie hier vorlegen. Ehrlich gesagt, ich finde Ihren Antrag viel eher mit heißer Nagel gestrickt, meine sehr verehrten Damen und Herren von der FDP. Ich möchte Ihnen das auch gleich an dreieinhalb Punkten deutlich machen. Der erste Fehler. Sie behaupten, der erfreuliche Rückgang der CO2-Emissionen sei hauptsächlich ein Ergebnis des ETS. Ich sage Ihnen, der Rückgang der Emissionen ist vor allem ein Erfolg der erneuerbaren Energien und dem EEG zu verdanken. Der Strom kommt ja nicht aus der Steckdose, wenn man die Kohleverstromung zurückführt, sondern der Strom kommt aus erneuerbaren Energien. Es waren im Jahre 2019 43%. Das ist Erfolg des Erneuerbaren Energiengesetzes, was dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert. Und man muss an dieser Stelle denen, die das damals auf den Weg gebracht haben, Hermann Scheer, Kollege Fell und der Kollege Göppel von den Grünen und von der CSU, danken. Das war sehr weitsichtig. Sie haben die Grundlage gelegt, dass wir heute so weit sind in der erneuerbaren Energieversorgung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweiter Fehler. Sie behaupten in Ihrem Antrag, Ordnungsrecht und kleinteilige Einzelmaßnahmen im sogenannten Non-ETS-Bereich seien gescheitert. Auch das ist falsch. Zumindest im Gebäudebereich waren die Maßnahmen sogar überproportional erfolgreich. Der Gebäudebereich ist der Sektor, der prozentual am meisten CO2 eingespart hat. -44% seit 1990. Zum Vergleich. Die Energiewirtschaft, die dem EETS unterliegt, liegt gerade mal bei einem Minus von 33%. Also Sie sind hier nicht ganz redlich. Sie können das nachlesen. Das sind die Daten des Umweltbundesamtes für 2018, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch da liegen Sie falsch. Dritter Fehler. Sie behaupten, im Brennstoffemissionshandelsgesetz, anders als im europäischen System, sei kein CO2-Limit vorgesehen. Auch das ist falsch, auch wenn Sie diese These mehrfach wiederholen. Gucken Sie mal in § 4 des EHGs, da ist die Ausgestaltung der jährlichen Emissionshandel nach der sogenannten Einführungsphase angelegt. Da heißt es wörtlich im Satz 1, für jedes Kalenderjahr innerhalb einer Handelsperiode wird eine Menge an Brennstoffemissionen in Deutschland festgelegt, welche hinsichtlich der Brennstoffemissionen die Einhaltung der Mindestverpflichtung der Bundesrepublik Deutschland gewährleistet. Das ist nichts anderes als ein klares CO2-Limit, meine sehr verehrten Damen und Herren von der FDP.
Und da sind wir jetzt ein bisschen nachsichtig, das ist nur ein halber Fehler. Sie haben in Ihrem zweiten Bullet Point auf der zweiten Seite geschrieben, Sie würden gerne das Gesetz bis März 2019, dass da ein Gesetzentwurf vorgelegt wird. Es muss März 2020 sein. Das ist aber, denke ich mal, ein Tippfehler. Insofern, das ist nur ein halber Punkt, wo Sie daneben liegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist, wenn man halt aus einer Vorlage aus dem letzten Jahr das überträgt, kann passieren. Aber es zeigt, dieser Antrag ist mit heißer Nadel gestrickt und der kann mir nicht zustimmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lassen Sie mich sagen, Sie wollen ja immer, und Ihr Vorsitzender spricht ja auch immer von einem Konsens in der Klimapolitik. Da würde die FDP zu beitragen wollen. Leider haben Sie da sehr wenig Substanzielles zu bieten. Sie fordern den Klimakonsens, aber legen dann andere Dinge hier vor, die nicht konsensfähig sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Man hätte das ja auch mal anders hier darlegen können als FDP, wenn man schlau wäre und weitsichtig wäre. Sie hätten das ja auch als Erfolge feiern können. Sie haben doch gefordert, keine CO2-Steuerung. Und es wird keine CO2-Steuerung kommen, keine CO2-Steuer. Sie haben gefordert, die FDP fordert eine Entlastung beim Strompreis. Und genau das wird kommen. Diese Große Koalition wird den Strompreis entlasten. Die FDP fordert eine europäische Lösung und wir gestalten den nationalen Emissionshandel gerade so aus, dass er auf europäischer Ebene anschlussfähig ist. Auch das ist etwas, wo Sie das positiv bewerten können. Machen Sie alles nicht, sondern Sie kritisieren weiter. Sie feiern das nicht als Ihren Erfolg. Übrigens, und da hat der Kollege Krischer ja schon darauf hingewiesen, ist ganz spannend, warum dann sozusagen da, wo Sie in den Ländern mitregieren, das im Bundesrat zugestimmt worden ist. Da spricht die FDP übrigens nicht mit einer Stimme, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber das ausgerechnet der Kollege Krischer das jetzt hier kritisiert und im gleichen Atemzug dann einen Satz später die Bund-Länder-Verhandlungen zum Kohleausstieg von gestern massiv kritisiert, ja, massiv kritisiert, wo aber auch Ihre Ländervertreter sozusagen, Sie sind doch in drei Ländern mit beteiligt, Sie sind doch jetzt in Brandenburg beteiligt, Sie sind in Sachsen beteiligt, Sie sind in Sachsen-Anhalt beteiligt, tun Sie doch nichts, als ob Sie damit nichts zu tun hätten. Auch Ihre Landesregierungen stehen dahinter. Da brauchen Sie jetzt gar nicht die FDP zu kritisieren, sondern das wäre redlich, wenn Sie dann auch gucken und wie vor Ihrer eigenen Haustüre kehren, Herr Kollege Krischer, das sei an dieser Stelle mal gestattet. Ich möchte sagen, zum Schluss meiner Rede, dass wir als Große Koalition mit massivem Druck auch der SPD einiges auf den Weg gebracht haben. Es gibt ein Klimaschutzgesetz mit dem Ziel, die Treibhausgasneutralität bis ins Jahre 2050 umzusetzen. Das ist vom Bundestag so beschlossen worden. Ein CO2-Preis wird kommen und es wird eine starke soziale Komponente geben. Wir werden zum Beispiel unter anderem die EEG-Umlage um 2 Cent senken. Das ist eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und genau das ist richtig und das ist sehr sinnvoll, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und mit den Beschlüssen von vorgestern geben wir auch klar unser Bekenntnis zum Kohleausstieg, aber gemeinsam mit den Menschen. Wir wollen die Menschen mitnehmen, zu Beteiligten der Energiewende machen und nicht gegen sie. Deswegen ist es gut, was da gestern Abend beschlossen worden ist. Ich möchte nur sagen, vorgestern Abend beschlossen worden ist, ich möchte nur sagen, wir müssen auch endlich dazu kommen, dass wir mehr erneuerbare Energien ausbauen. Das soll mein letzter Satz sein. Hier ist auch diese Regierung gefordert, ist der Bundeswirtschaftsminister gefordert, endlich den Solardeckel abzuschaffen, endlich die Windkraft auszubauen, wie das übrigens gestern auch beim Neujahrsempfang der E.ON von Herrn Dr. König vom Vorstand von E.ON gefordert ist, endlich diese Debatte um die Abstandsflächen zu beenden und nicht Solardeckel und Windkraft gegeneinander auszuspielen. Wir brauchen beides. Klar ist, sozialgerechte Klimaschutz- und Energiepolitik gibt es nur mit der SPD. Dafür steht die Sozialdemokratie. In diesem Sinne, Glück auf, liebe Kolleginnen und Kollegen. Timon Gremmels für die SPD hat der FDP mehrfach vorgeworfen, der Antrag Ausweitung des EU-Emissionshandels sei mit heißer Nadel gestrickt. Das wird Lukas Köhler, der klimapolitische Sprecher der FDP, der jetzt das Wort hat, so nicht gelten lassen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, frei nach Gandhi. Zuerst ignorierten Sie ihn, dann lachten Sie über ihn, dann bekämpften Sie ihn und dann sorgte der Emissionshandel für den Kohleausstieg. Es hat uns keiner geglaubt, wird aber jetzt Realität. Was haben die unterschiedlichen Politiker schon alles gesagt? Was hören wir denn gerade? Er funktioniert nicht, er ist ein Witz. Der Emissionshandel bringt nichts für den Klimaschutz. Es ist ein nicht funktionierendes Instrument. Und was haben wir jetzt gesehen? Oder was sehen wir jetzt gerade?
was sieht Agora gerade, was sieht Edenhofer, was sehen all die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, denen Sie eigentlich immer folgen wollen? Sie sehen, dass die Emissionen ganz Europa sinken, deutlich, immer dann, wenn der Emissionshandel da ist. Was sehen wir in den anderen Sektoren? Dass die Emissionen steigen, deutlich, in ganz Europa. Was können wir daraus ableiten? Der Emissionshandel funktioniert, der Rest nicht. Die planwirtschaftlichen Einzelmaßnahmen, gerade die, die Sie eben angesprochen haben, funktionieren nicht. Und das belegt Ihnen doch jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin. Das belegt Ihnen jede Studie. Das belegt die Studie, die letzte Woche rauskam, von einem Institut, das nicht, wirklich nicht nah bei uns steht. Meine Damen und Herren, der Emissionshandel muss jetzt auf die Sektoren Verkehr und Wärme ausgeweitet werden, damit wir einen effizienten und funktionierenden Klimaschutz hinbekommen. Das muss das Ziel sein. Ich habe in den letzten Jahren, in den letzten Wochen und Monaten viel mit Fridays for Future diskutiert. Und da kam immer raus, dass natürlich das System des Emissionshandels ein komplexes ist, dass es schwierig ist, in den Ansätzen darüber zu diskutieren, dass wir ein CO2-Limit brauchen, dass CO2, dass den Ausstoß über CO2 über das Budget, das wir haben, hinaus verbietet. Und natürlich ist es schwierig für uns als Freie Demokraten, zu sagen, wir machen eine harte, eine funktionierende staatliche Regelung im Sinne eines Verbots. Aber das ist das härteste Verbot, das man fordern kann. Und deswegen, liebe Grüne, stimmen Sie doch unserem Antrag zu, denn wir verbieten den Ausstoß von CO2 über dem Limit, das es gibt, hinaus. Und damit machen wir effizienten Klimaschutz, damit halten wir vor allen Dingen das Pariser Abkommen ein. Und das fordern Sie doch immer ein. Und gerade die SPD, die muss doch dieses ordnungsrechtliche Instrument des CO2-Limits gut finden. Und dann machen wir und dann organisieren wir die Verteilung, so wie sie am besten, am effizientesten funktioniert. Und da sind wir bei der Union. Das Richtige ist doch zu sagen, wir müssen Effizienz walten lassen. Wir können den einen Euro nur einmal ausgeben. Und das muss an der Stelle passieren, wo er am effizientesten funktioniert. Liebe SPD, liebe Grüne, lassen Sie doch mal für 5 Minuten die ideologischen Scheuklappen weg. Lassen Sie doch einfach mal für 5 Minuten die richtigen Lösungen folgen. Sagen Sie doch mal in 5 Minuten Ihren Wählerinnen und Wählern, warum Sie nicht für ein CO2-Limit sind. Sagen Sie Ihren Wählerinnen und Wählern, warum Sie nicht effizienten Klimaschutz umsetzen wollen. Sagen Sie Ihren Wählerinnen und Wählern, warum Sie alles auf die lange Bank schieben. Sagen Sie Ihren Wählerinnen und Wählern, warum Sie Milliarden an die Kohleunternehmen, an die Unternehmen ausgeben, das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, obwohl es einen anderen, einen besseren, einen effizienteren Weg gäbe. Sagen Sie Ihren Wählerinnen und Wählern, warum Sie das Geld, das Sie den Kohleverstromern geben, warum Sie das nicht in den effizienten Klimaschutz stecken. Sagen Sie das Ihren Wählerinnen und Wählern. Sagen Sie das den Leuten, warum Sie nicht für effizienten Klimaschutz sind. Weil das wäre der Ansatz, wo Sie wirklich was rausholen könnten. Meine Damen und Herren, ich sehe keine Argumente, die gegen die Ausweitung des Emissionshandels sprechen. Herr Gremmels, ich sehe vor allen Dingen noch ein bisschen Nachholbedarf, was die unterschiedlichen Studien angeht, auch zum EEG. Ich sehe aber vor allen Dingen, dass wir gemeinsam einen Weg finden können, wie wir dafür sorgen können, um es mit Edenhofer zu sagen, es wäre sinnvoller gewesen, wenn man den CO2-Preis und den CO2-Markt arbeiten lässt. Das sagt er heute zum Kohleausstieg. Und meine Damen und Herren, lassen Sie uns von der Wissenschaft leiten. Unite behind the science. Keine Sonderrechte für Kohleverstromung. Alle CO2-Verursacher sollen möglichst bald und schnell in den EU-Emissionshandel, überhaupt in einen Emissionshandel einsteigen. Das ist die Forderung der FDP. Jens Köppen jetzt für die CDU-CSU. Große Rede, Herr Dr. Köhler. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich verstehe die ganze Aufregung gar nicht, denn ich finde es gut, dass es einen Antrag zum Emissionshandel gibt. Denn da müssen wir viel öfter darüber reden. Denn die Bedeutung und die Wirkung des europäischen Emissionshandels wird leider immer noch unterschätzt. Aus meiner Sicht ist ja auch das Instrument schlechthin, um unsere Ziele in der Klimapolitik zu erreichen, und zwar in allen Sektoren, in allen Sektoren. Er sichert nämlich die Einnahmen für viele energie- und klimapolitische Maßnahmen, und er belastet, das ist auch wichtig, nicht die öffentlichen Haushalte. Und deswegen ist an dem Antrag nicht so sehr viel auszusetzen. Er ist aus meiner Sicht auch stimmig. Die Argumente sind richtig, und wir sollten sie in die Debatte ohne diese Hysterie
einbeziehen in unsere gesamte Debatte. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, es sind auch keine neuen Erkenntnisse, das muss man auch sagen. Und wir müssen natürlich politische Realitäten in irgendeiner Weise auch anerkennen, was wir bis jetzt auf den Weg gebracht haben. Und es ist auch nicht möglich, alles auf einem weißen Blatt Papier neu zu schreiben, sondern wir müssen schauen, worum es geht. Und da bin ich natürlich auch bei Ihnen. Und worum geht es? Die Ausweitung des europäischen Emissionshandels aller Brennstoffemissionen, auch auf den Verkehr, auf die Gebäude, statt einer CO2-Steuer, da wollen wir auch hin. Da kommen wir möglicherweise auch hin, früher oder später. Jetzt haben wir es erstmal mit der Bepreisung gemacht, aber am Ende muss der CO2-Emissionshandel stehen. Völlig richtig. Dafür müssen, und auch da gebe ich Ihnen recht, früher oder später alle überflüssigen, restriktiven, teuren Regulierungen nach und nach abgebaut werden, dass das marktwirtschaftliche Instrument dann auch wirken und funktionieren kann. Und auch, was Sie gesagt haben, die Einbeziehung des Emissionshandels oder die Ausweitung in den Bereich Landwirtschaft und Forstwirtschaft, das wird man nicht gern hören, ist auch sinnvoll, früher oder später. Wir müssen aber schauen, dass wir diesen Bereich nicht zusätzlich belasten, denn die haben es schon schwer genug. Aber dann kommt ja der nächste Punkt, und den unterstütze ich ebenfalls, dass die Einnahmen aus der Ausweitung des ETS dann natürlich auf Unternehmen und auf die Bürger zurückgehen. Stichwort Stichwort Stromsteuer und CO2 und EEG-Umlage. Meine Damen und Herren, der Emissionshandel muss, er muss zum Leitinstrument dieses Green Deals, der jetzt überall besprochen wird, werden. Ob wir dahin kommen, ist jetzt, wenn ich das bürokratische und planwirtschaftliche Monster sehe, was jetzt auf den Weg gebracht wird, noch nicht ganz klar. Aber das wäre das Leitinstrument für diesen Green Deal. Meine Damen und Herren, die neuesten Zahlen, die beweisen es, der Emissionshandel wirkt. Die Senkung der CO2-Emissionen im ETS-Bereich ist der Beweis für die Wirksamkeit. Und der Grund ist nicht nur der CO2-Preis, der da ist, sondern der Grund, und das ist das Wichtigste, ist ein CO2-Limit, was damit einhergeht. Und deswegen werden sich die Emittenten etwas einfallen lassen, um letztendlich auf andere Wege zu kommen. Und das sollten wir auch denen überlassen, die es können. Das sind die Ingenieure und das sind die Unternehmer, die es dann am Ende machen können, meine Damen und Herren. Die Ausweitung könnte zum Treiber der Energiewende werden. Selbst der Kohleausstieg, das haben wir schon gesagt, wäre ohne die Milliarden möglich gewesen, weil man sich was einfallen ließe. Wir brauchen keine kleinteiligen Regelungen in der deutschen Gesetzgebung dann mehr. Wir sind ja jetzt in der Mikrosteuerung, ja, mit dem Madenzieher und versuchen da irgendwas zu regeln. Das würde alles selbst laufen, wenn wir den Mut hätten. Aber, meine Damen und Herren, die verfixte Realität und die politischen Gegebenheiten sind da noch im Wege. Lassen Sie uns aber auf der Grundlage Ihres Antrages ruhig debattieren. Wo können wir das ausweiten? Wie können wir das besser machen? Wir wollen eine Energiedebatte. Ich schlage vor, möglicherweise müssten Sie das aber initiieren, dass wir eine Anhörung im Wirtschaftsausschuss machen, darüber mit Experten reden und dann schauen, wie wir den Emissionshandel noch mehr und besser auf den Weg bringen. Vielen Dank. Jens Köppenwallers für die CDU-CSU. Es geht hier um die Ausweitung des EU-Emissionshandels, ein Antrag der FDP-Fraktion. Und die nächste Rednerin kommt von Bündnis 90 Die Grünen, Lisa Badung. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns bei all der Diskussion nicht die Positivnachricht vergessen. Wir haben im letzten Jahr mehr CO2 eingespart, als wir dachten. 50 Millionen Tonnen weniger sind durch unsere Kohlekraftwerke in die Luft geblasen worden. Warum ist die Frage? Und die Beantwortung dieser Frage hängt sehr davon ab, welche Brille man mit sich trägt. Wenn man die Welt natürlich durch die Wettbewerbsbrille beobachtet, dann ist es vor allem der Markt, der dafür gesorgt hat, dass wir mehr erneuerbare Energien im Netz hatten als Atom- und Kohlestrom. Und dann ist in erster Linie der europäische Emissionshandel, die gestiegenen CO2-Preise dort, der Hebel. Der nächste Schritt ist klar, Ausweitung des Emissionshandels auf Verkehr und Wärme, um dort exakt die gleichen Erfolge zu feiern. Was heißt das im Klartext? Der freie Bürger rast in den Tod, weiterhin isst Industrieschnitzel und fliegt so lange Kurzstrecke, bis der Markt das mit dem CO2 geregelt hat oder gewiss dann auch synthetisches Kerosin ausreichend in der Menge vorhanden ist. So einfach,
so klar. Manchmal wünsche ich mir auch, dass ich so eine einfache Weltsicht wie Sie haben könnte, ne, dass man einfach sagt, ich mache keine Politik, ich lasse mich überraschen, was kommt. Denn was hier völlig fehlt, ist natürlich die Komplexität der Klimapolitik. Und was fehlt, ist auch, dass wir eine Chance haben, durch die Klimapolitik unser Leben und unsere Gesellschaft nachhaltig und positiv zu verändern. Was für andere Faktoren gab es vielleicht, dass der CO2-Ausstoß gesunken ist? Da war zum einen die konjunkturelle Lage, es war der günstige Gaspreis und es war aber auch der Umstand, und das ist hier von einigen Rednern schon angesprochen worden, dass wir überhaupt genügend erneuerbare Energien auf dem Markt zur Verfügung haben. Und die Grundlagen dafür wurden vor langer Zeit gelegt, und zwar auf politischer Ebene. Und sie wurden in diesem Hohen Hause gelegt. Wir Grüne haben keine unwesentliche Rolle dabei gespielt. Und wir haben hier die Regeln dafür geschaffen, für diesen Erfolg. Die FDP-Fraktion schreibt in einem Antrag, ich habe mir jetzt alle Anträge noch mal durchgesehen, vom Februar 2019, fand ich besonders spannend, Deutschland hat den Kohleausstieg bereits beschlossen. Kein Unternehmer wird in neue Kohlekraftwerke investieren. Und Sie haben recht, es investiert niemand in neue Kohlekraftwerke. Aber es soll ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gehen. Verhindert denn der Emissionshandel, dass Datteln 4 in Betrieb geht? Nein, es sind politische Handlungen, die das verhindern könnten. Es sind wir hier, es ist die Mehrheit hier, die das verhindern könnte, wenn sie den Mumm in den Knochen hätte. Das zeigt, es gibt Probleme, die können wir nur im Deutschen Bundestag lösen. Wie zum Beispiel, dass wir hier ein ordentliches Gebäudeenergiegesetz erlassen, das dafür sorgt, dass die Energie im Haus bleibt. Und eine echte Verkehrswende, die im Übrigen auch Leben retten kann. Die Klimakrise stoppen wir nur, wenn wir alle Register ziehen. Und die positive Nachricht vom letzten Jahr hat gezeigt, wenn alle Maßnahmen zusammenspielen, können wir auch erfolgreich sein. Vielen Dank. Und der letzte Redner hier zu dem Punkt Ausweitung des EU-Emissionshandels ist Klaus-Peter Schulze für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bevor ich auf den FDP-Antrag eingehe, möchte ich zu dem, was meine Vorrednerin gerade angesprochen hat, noch eine Bemerkung machen. Sie meinen ja damit das Kraftwerk Datteln 4, ein sehr modernes Kraftwerk, was aus unterschiedlichen Gründen, unter anderem bei der Bauleitplanung nicht so glatt durchgegangen ist. Das soll jetzt nicht ans Netz gehen. Das ist das modernste Steinkohlenkraftwerk, was wir in Deutschland haben. Und wenn dafür emissionsreiche Kraftwerke abgeschalten werden, dann ist das der richtige Weg. Denn ansonsten müssen die Entschädigungszahlungen, die wir als Bund bezahlen müssen, deutlich höher sein. Und da soll man also auch mal ein bisschen wirtschaftlichen Blick behalten. Aber jetzt kommen wir zu dem Antrag der FDP. Zu Emissionshandelszertifikate ist viel gesagt worden. Ich möchte mal auf einen Punkt eingehen, in dem Sie in Ihrem Antrag kein Wort verlieren. Sie sagen, die Kohleindustrie wird dann unrentabel und schließt die Werke. Das haben wir als Ostdeutsche 1990 flächendeckend in der ehemaligen DDR gehabt. Alle unrentablen Betriebe, ob das die Textilindustrie war, die Glasindustrie, die Werften an der Küste, haben dann zugemacht. Die betroffenen Mitarbeiter sind zu 100.000 entlassen worden. Und die Industriebauten können Sie sich hier und da in den Städten und in den Orten noch anschauen. Die sind dann, ist man einfach rangegangen, hat zugeschlossen und hat es stehen lassen. Und die Kommunen haben jetzt die Probleme. Und wenn wir mit öffentlichen Mitteln den Ausstieg aus der Kohle nicht entsprechend begleiten, passiert genau dasselbe. Ich möchte mal auf einen Punkt eingehen, den wir in der Debatte hier im Deutschen Bundestag im Zusammenhang mit den ja oft häufigen Tagesordnungspunkten Kohleausstieg gar nicht so bisher thematisiert haben. Was passiert denn mit den Kraftwerken, die dann abgeschalten werden? Ich habe mir mal die Liste angeguckt. Es geht in diesem Jahrzehnt ja richtig deutlich in den ersten Jahren los und endet dann mit unseren Kraftwerken in der Lausitz im Jahr 2038. Wer wird denn diese Kraftwerke zurückbauen? Wer wird denn diese Riesenindustrieanlagen in den Gemarkungen
zurücknehmen? Wer wird die Flächen revitalisieren? In den Baugenehmigungen ist in den seltensten Fällen die Auflage drin, dass der Betreiber Rücklagen anzulegen hat, um den Rückbau zu organisieren. Das wird letztendlich wieder auf uns in der öffentlichen Hand zukommen. Oder wenn jetzt Entschädigungszahlungen gezahlt werden an die Unternehmen, dann muss man mit denen so verhandeln, dass diese Punkte ganz einfach mit Berücksichtigung finden. Ich als ehemaliger Bürgermeister kann nur sagen, ich möchte so eine Industrieanlage, wo dann ein Zaun rum ist und das Tor zugeschlossen ist, meiner Gemarkung nicht haben. Und ich will noch mal auf den zweiten Punkt eingehen. In der Hoffnung steht da, Tropfen höhlt den Stein. Ich komme noch mal zu dem Thema Wasser. Am vergangenen Sonntag hatten wir in Cottbus beim Abfluss in der Spree 65% des Wassers, was dort abgeflossen ist, in Richtung Spreewald, in Richtung Berlin, war gehobenes Grubenwasser. Nun stellen Sie sich vor, und das wird ja nur eintreten, in den nächsten 10, 15 Jahren geht das auf null. Und im Spreewald verdunsten pro Sekunde 8 Kubikmeter. Die kommen in der Regel dort gar nicht mengenmäßig an, was dann hier in Berlin an Wasser noch in der Spree ist. Dieses Thema kann auch nicht den freien Lauf der Dinge überlassen werden. Auch hier werden wir genau schauen müssen, inwieweit die Entschädigungszahlung, inwieweit das, was für die Rekultivierung durch die Unternehmen zurückgestellt wurde, dort mit eingesetzt wird. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass der Steuerzahler hier auch noch mal in die Tasche greifen muss. Der Freistaat Sachsen hat allein für die Lausitz errechnet, dass 2,2 Milliarden Euro für die Revitalisierung des Wasserhaushaltes erforderlich sind. Ich habe mich an den Umweltminister des Landes Brandenburg gewandt, Axel Vogel. Er hat mir mitgeteilt, dass das Land Brandenburg die Versäumnisse der Vorgängerregierung jetzt aufholen wird, und sie werden jetzt ein Gutachten in die Hand nehmen und untersuchen lassen, welche Mengen oder welche Maßnahmen erforderlich wären im Land Brandenburg. Und ich prognostiziere, das wird sicherlich nicht weniger als 1 Milliarde Euro sein. Auch darüber müssen wir uns unterhalten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus